Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tesla hat ja so ein kleines Serviceproblem gehabt in den letzten Monaten und sie haben versprochen, dass sie die Service Center in Deutschland unter anderem massiv ausbauen. In Hannover zum Beispiel ist seit Monaten ein Service Center im Gespräch und niemand weiß bisher so genau, wann es denn mal an den Start geht. Und jetzt ist es soweit. Ich fahre zum Service Center Hannover, das allererste Mal. Ich fahre da hauptsächlich hin, weil mich das interessiert, wie das dort aussieht und was sie dort auf die Beine gestellt haben. Entschuldigung. Aber ich fahre da auch natürlich hin, weil ich ein kleines Problem habe. Das hätte man auch mit einem Ranger lösen können. Ich hatte auch eigentlich einen Ranger-Termin aus Hamburg gemacht. Leider hätte der ein paar Tage zu viel für meinen Geschmack auf sich warten lassen. Und zwar habe ich ein Problem mit dem Wischwassermotor. Das ist eigentlich eine Trivialität. Ja, ist irgendwo die Pumpe ausgefallen. Aber jetzt zur schmuddeligen Jahreszeit ist es halt total nervig, wenn die Scheiben irgendwie verschmieren und man kann die nicht freiwischen. Das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Und da wollte ich halt nicht länger als nötig warten. Und deswegen habe ich jetzt einen Termin in Hannover. Die haben nämlich eine Pumpe da. Hamburg hatte die Pumpe nicht da. Und irgendwie wäre es ja wohl nicht möglich gewesen, die von Hannover nach Hamburg zu karren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in Hannover haben sie die Pumpe da. Ich habe innerhalb von 2 Tagen einen Termin bekommen. Jetzt fahre ich dahin und schaue mir das an. Und ihr seid dabei. Viel Spaß. Hannover, hier ist das neue Tesla Service Center. Am Mittelfelde 25 heißt die Straße. Und das Service Center ist ein riesiges Gebäude auf einem riesengroßen Gelände. Es sind über 3000 Quadratmeter. Und es war mal ein Peugeot-Autohaus. Gebaut ist das hier alles 2005. Und Tesla hat es jetzt seit dem 21. Oktober eröffnet hier, dieses Service Center. Und es ist doch relativ repräsentativ, wie ich finde. Und vor allem ist es riesig. Service sind sie leider ein bisschen unterbesetzt im Moment noch. Die haben nur eine einzige Servicekraft und geplant sind 3, aber im Momentan gibt es halt nur eine. Der Kollege hat am 21. Oktober ja angefangen, kam früher von Opel und arbeitet sich jetzt sozusagen in die Tesla-Materie ein, wie er mir erzählt hat. Macht ihm aber unheimlich Spaß und er gibt sich wahnsinnig viel Mühe, ist wunderbar freundlich, aber natürlich ein bisschen gestresst, dadurch, dass er sich noch nicht so gut auskennt. Ansonsten, wie gesagt, das Gebäude ist sehr groß und wenn man da durchgeht, es sind sehr viele leere Hallen, wo 3, 4 Teslas drin stehen. Man fühlt sich noch ein bisschen verloren. Aber ich vermute mal, dass sie hier mittelfristig auch ein Auslieferungscenter machen. Denn dieser Riesenplatz, der muss ja irgendwie genutzt werden. Das würde ja gar keinen Sinn machen, wenn Tesla für die irgendwie 4 Autos, die sie hier im Showroom haben, so eine Riesenhalle mieten würde. Ein kleines Problem ist, wie ich finde, dass die hier beim Tesla Service Center in Hannover keine Supercharger haben, sondern sie haben hier 3 Destination Charger. Wenn man es halt eilig hat und schnell wieder weg muss, dann muss man hier ein bisschen warten oder nach Lauenau fahren. Das ist von hier aus ungefähr 30 Kilometer entfernt. Da ist der nächstgelegene Supercharger. Im Serviceraum selber ist leider noch gar keine Heizung, also ist alles noch ein bisschen improvisiert und wir haben jetzt irgendwie 3 Grad draußen und es ist ein bisschen kühl da. Die Kaffeemaschine ist auch noch kaputt. Sie wurde quasi geliefert, aber es fehlte das Netzkabel.
Von daher musste ich irgendwie einen Filterkaffee vorlieb nehmen, den der Kollege extra für mich aufgebrüht hat. Herzlichen Dank nochmal. Ich denke mal, das wird schon alles werden. Ihr habt ja gerade erst vor einer Woche angefangen. So, mein Service ist perfekt gelaufen. Ich habe eine neue Pumpe bekommen für den Scheibenwischer, für die Wischwaschfunktion des Scheibenwischers. Und wir haben uns noch sehr, sehr nett unterhalten und die Mitarbeiter hier sind so top engagiert, kann ich immer nur wieder betonen. Es ist jetzt ja nur eine Handvoll Leute im Moment, die hier arbeitet. Das Ganze wird jetzt ja langsam erst hochgefahren. Und der Herr, mein ehemaliger Ranger, erzählte mir hier halt so ein bisschen, wie die Lage ist. Und sie freuen sich alle drauf, dieses Service Center jetzt richtig hochzufahren. Da ist halt Reserve ohne Ende vorhanden. Und was die hier genau alles noch machen, das wissen sie selber noch nicht genau. Aber ich denke, Tesla plant hier einiges. Und er erzählte mir auch, dass mein zweiter Ranger, der Herr, der auch schon mal bei mir war, vom Service Center Hamburg jetzt auch hierher nach Hannover gewechselt ist. Damit sind leider zwei Ranger aus Hamburg, die super gut waren, hier nach Hannover gegangen. Aber Hamburg hat jetzt auch schon wieder zwei neue und überhaupt gibt es in Deutschland mittlerweile ungefähr 10 Ranger. Zum Vergleich in Holland, also das kleine Land Holland, hat alleine 25 Ranger. Das heißt, hier in Deutschland wird da auch noch einiges kommen. Es wird halt hochgefahren, es dauert nun mal ein bisschen. Da muss man Tesla, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit geben. Aber man sieht hier wirklich sehr gut, dass hier wirklich viel passiert im Moment. Ich lade hier noch ungefähr 10 Minuten, bis ich sicher nach Hause komme. Und ich muss wirklich sagen, der Service hier ist echt brillant. Also im Vergleich zu Hamburg, der Wagen ist picobello ausgesaugt, komplett gereinigt von innen und von außen nochmal gewaschen. Das ist mir in Hamburg irgendwie nie passiert. Also ich bin sehr, sehr begeistert hier vom Service Center Hannover. Und ja, also alle, die bisher nach Hamburg sich gequält haben durch den Elbtunnel, die sollten es jetzt mal in Hannover probieren. Das ist echt wirklich lohnenswert. So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg von Hannover nach Bremen. Und das Navi sagt, ich brauche 1 Stunde 20 Minuten. Das ist doch was ganz anderes, als wenn ich von Hamburg durch den Elbtunnel müsste. Diese ganze Aktion ging jetzt irgendwie innerhalb einer Stunde. Ich habe 2 Kaffee getrunken, die Maschine ging dann am Ende doch wieder. Sie haben dann nämlich noch ein Kabel gefunden und konnten den Netzstecker einstecken und ich konnte einen schönen Kaffee ziehen. Alle waren total nett dort, total engagiert, super bemüht, ein sehr junges Team, zwar noch ein bisschen wenig, aber das wird schon noch. Und ich kann nur sagen, Hannover, das wird ein super Service Center. Und ja, also versucht es auch mal hier, wenn ihr irgendwie die Wahl habt zwischen Hamburg oder Hannover, geht mal hier hin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.